Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie, lieber Herr Präsident, dass ich zu Beginn im Namen der Bundesregierung auch meinen herzlichen Dank Ihnen übermittle. Das ist mit dem Vizekanzler abgestimmt und wir haben uns immer sozusagen Ihre Arbeit geschätzt. Wenn nötig, haben Sie uns den im Grundgesetz zugewiesenen Platz zugeordnet. Und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht, uns daran zu halten. Und ich erinnere mich in den letzten drei Legislaturperioden an dramatische Situationen in der weltweiten Finanzkrise, in der Eurokrise, in dem Umgang mit den vielen Flüchtlingen, die zu uns kamen, wo es trotz großer Zeitnot und trotz drängendster Entscheidungen immer gelungen ist, dass Regierung und Parlament in einem guten Einvernehmen und bei schrittweiser Stärkung auch der Rolle des Parlaments Lösungen zu finden, die, glaube ich, für uns als Bundesrepublik Deutschland richtig und gut waren, aber auch Lösungen zu finden, die uns als verlässlichen Partner in Europa und in der Welt dargestellt haben. Und dafür möchte ich von Herzen danken. Und für mich eine der emotionalsten Situationen war, als wir vor kurzem über den Bund-Länder-Finanzausgleich abgestimmt haben, im Gegensatz zum heutigen Tag, die dortige Bank auch gut besetzt war. Und das waren wirklich schwierigste Verhandlungen. Schwierigste Verhandlungen, in denen es auch um die Frage ging, welche Rolle spielt der Bund, welche Rolle spielen die Länder. Und dass dies trotz aller Kontroversen dann in einer so guten Atmosphäre stattfinden konnte, das spricht für unser Land. Und daran haben Sie, lieber Herr Lammert, oder du, lieber Norbert, einen ganz entscheidenden Anteil. Danke dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir haben in den letzten 4 Jahren vieles erreicht und unbestritten geht es Deutschland in vielen Bereichen gut. Aber wir dürfen uns auf diesen Erfolgen keinesfalls ausruhen. Ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir an der Schwelle zu einer neuen Entwicklungsetappe stehen. Und wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Deutschland auch in 10, 15 Jahren noch wirtschaftlich erfolgreich und sozial gerecht ist und noch mehr Menschen eine gute und sichere Arbeit haben. Wir haben eben den Blick zurückschweifen lassen auf die Zeit der deutschen Einheit. Seitdem sind 27 Jahre vergangen. Deutschland hatte Anfang der 90er Jahre die Kraft, die deutsche Einheit gut zu bewältigen. Und ein Jahrzehnt später waren wir der kranke Mann Europas. Es ist dann gelungen, ganz wesentlich mit der Agenda 2010, die wir immer unterstützt haben von CDU und CSU, dass wir wieder die Kraft gefunden haben, aufzuholen. Wir sind heute Wachstumsmotor. Wir sind heute ein Land mit der höchsten Beschäftigung, die wir jemals hatten. Und in Europa erfahren wir dafür sehr viel Anerkennung. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder an der Schwelle zu einer neuen Etappe stehen. Die hat ganz wesentlich mit dem Treiber unserer heutigen Entwicklung zu tun, mit dem digitalen Fortschritt. Und das, was wir im Augenblick in der Automobilindustrie erleben, da zeigt sich wie in einem Brennglas die Summe der neuen Herausforderungen. Die Automobilindustrie ist eine der Säulen des deutschen wirtschaftlichen Erfolgs. Die deutsche Automobilindustrie ist weltweit anerkannt. Die Produkte der deutschen Automobilindustrie verkörpern das, was weltweit unter Made in Germany verstanden wird. Und trotzdem steht diese Industrie, in der im Übrigen 800.000 Menschen und mehr ihren Arbeitsplatz haben, die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen, die gut, sehr gut, hervorragend gearbeitet haben, und die jetzt in der Gefahr sind, dass das, was an Vertrauensverlust durch die Führung von Automobilkonzernen entstanden ist, auf sie zurückschlägt. Und wir haben hier eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Fehler beim Namen zu nennen, aber gleichzeitig die Zukunft der deutschen Automobilindustrie auch
zu sichern, zu helfen, meine Damen und Herren. Und deshalb müssen wir einerseits dafür Sorge tragen durch vernünftige Rahmenbedingungen, wie wir das auch mit der Industrie 4.0 in unserer digitalen Agenda getan haben, dass die Voraussetzungen für den Übergang in eine digitale Produktion oder Produktion in einem digitalen Zeitalter, in einem Zeitalter, in dem nicht nur die Menschen durch Smartphones vernetzt sind, sondern in dem die Dinge sich alle miteinander vernetzen, alle Gegenstände werden vernetzt, das ist das Internet der Dinge, dass diese Produktion auch weiter erfolgreich erfolgen kann. Wir werden noch auf Jahre und Jahrzehnte Verbrennungsmotoren brauchen. Und trotzdem werden wir gleichzeitig die Brücke, den Weg in eine neue Mobilität und neue Antriebe gehen müssen. Und wir von der Christlich-Demokratischen Union und von der CSU, wir sagen, wir arbeiten nicht mit Verboten, sondern wir wollen solche Übergänge vernünftig ermöglichen im Blick auf die Beschäftigten und im Blick auf den technologischen Wandel. Und ich glaube, und ich bin überzeugt, dass dies auch der Angang der gesamten Bundesregierung ist. Und meine Damen und Herren, wir haben gestern ein Gespräch seitens der Bundesregierung mit den Kommunen gehabt, die unter Grenzwertüberschreitungen leiden, die von Fahrverboten bedroht sind. Und ich sage ausdrücklich für die ganze Regierung, wir werden alle Kraft darauf lenken, dass es zu solchen Verboten nicht kommt. Wir müssen den Menschen, die sich im Übrigen in gutem Glauben und von uns auch ermuntert Dieselautos gekauft haben, die Möglichkeit geben, dass sie diese Autos auch nutzen können. Im Übrigen ist es so, dass wir deshalb den Kauf von Dieselautos empfohlen haben, und davon gibt es etwa 15 Millionen in Deutschland, weil dadurch CO2-Emissionen eingespart wurden. Und gegen den Diesel vorzugehen bedeutet gleichermaßen auch, gegen die CO2-Ziele, die wir uns gesetzt haben, vorzugehen. Und das darf nicht passieren. Und deshalb brauchen wir saubere Dieselautos und wir brauchen den Übergang zu einer modernen Mobilität. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das macht nichts davon wieder gut, dass in der Automobilindustrie unverzeihliche Fehler vorgefallen sind. Deshalb können wir da auch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Aber das berechtigt uns nicht, sozusagen die gesamte Branche um ihre Zukunft zu berauben. Und jetzt geht es darum, mit Maß und Mitte die richtigen Wege zu finden. Und dafür steht diese Bundesregierung, meine Damen und Herren, im Blick auf die Beschäftigten und im Blick auf die Wirtschaftskraft Deutschlands. Und wenn wir uns anschauen, wie groß diese Herausforderungen sind, ich nenne nur die Stichworte autonomes Fahren, neue Antriebe, die wir technologieoffen fördern sollten, und gleichzeitig die große Herausforderung des Klimaschutzes, so zeigen sich hier in der Frage des Autos die gesamten Herausforderungen, denen wir entgegensehen. Und wir werden natürlich auch dies alles im Blick auf das Pariser Abkommen, das Klimaschutzabkommen vom Dezember 2015, umzusetzen haben. Und deshalb hat die Bundesregierung einen Klimaschutzplan vorgelegt. Und es ist jetzt schon absehbar, dass in der nächsten Legislaturperiode, gleich im Jahre 2018, dieser Klimaschutzplan spezifiziert werden muss. Und wieder wollen wir das nicht gegen die Betroffenen machen, sondern im Gespräch mit den Betroffenen. Meine Damen und Herren, wenn wir einfach über Braunkohlegebiete zum Beispiel sprechen und den Ausstieg fordern, ohne den Menschen in irgendeiner Weise eine Perspektive zu geben, dann fördert das nicht die Bereitschaft, sich für Klimaschutz einzusetzen, sondern dann hindert es sie. Und deshalb sind wir dafür, mit den Betroffenen Alternativen auszuarbeiten und erst dann Entscheidungen zu treffen. Ich finde, das sind wir den Menschen schuldig, meine Damen und Herren. So haben wir es im Übrigen auch bei der Steinkohle gemacht, um das mal ganz klar zu sagen. Meine Damen und Herren, ich sagte es, wir haben mit der digitalen Agenda vieles vorangebracht. Und wir werden in der nächsten Legislaturperiode da ansetzen müssen und manches beschleunigen und manches auch noch straffen müssen. Wir sind nicht in allen Bereichen Spitze weltweit, was die Umsetzung des digitalen Fortschritts und die Einführung des digitalen Fortschritts anbelangt. Wir haben im Bereich der Wirtschaft vieles erreicht, insbesondere der großen Unternehmen. Die Bundesregierung hat mittelständischen Unternehmen viel Hilfestellung gegeben.
Sie hat die Start-ups gefördert in dieser Legislaturperiode, sodass wir sagen können, wir stehen deutlich besser da als vor 4 Jahren. Aber die Welt schläft nicht, die Welt entwickelt sich in rasantem Tempo. Und deshalb wird es notwendig sein, hier weiterzuarbeiten. Wir haben früher das MP3-Format erfunden, wir haben den ersten Computer gebaut. Wir wollen nicht im Technikmuseum enden als Deutschland, sondern wir wollen vorne mit dabei sein, wenn es um die Entwicklung neuer Güter, neuer Produktionsmöglichkeiten geht, meine Damen und Herren. Und da haben wir viel zu tun. Das bedeutet auch, dass wir seitens des Staates, seitens der Verwaltung vorangehen müssen. Ich bin sehr dankbar, dass es im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der dazu geführten Verhandlungen möglich war, sich zu einigen, das Grundgesetz so zu ändern, dass Bund, Länder und Kommunen an einem gemeinsamen Bürgerportal arbeiten werden. Die gesetzlichen Voraussetzungen, um das umzusetzen, sind von der Bundesregierung geschaffen worden. Wir haben uns den Zeitraum von 5 Jahren vorgenommen, in dem wir das erreichen wollen. Wenn es zum Ende der nächsten Legislaturperiode geschafft ist, wäre es noch besser. Die Bürgerinnen und Bürger müssen spüren, dass auch ihre Beziehungen zum Staat endlich dem digitalen Fortschritt entsprechen. Und da haben wir gemeinsam noch sehr, sehr viel vor uns. Und meine Damen und Herren, die rechtlichen Voraussetzungen sind gut geschaffen, Herr Heil, das wissen Sie ja auch. Und meine Damen und Herren, wir haben, wenn wir Hochtechnologieland bleiben wollen, die Aufgabe, Forschung und Entwicklung weiter zu fördern. Die europäischen Staaten haben sich vorgenommen, noch in der Zeit von Bundeskanzler Schröder im Jahr 2000, dass jedes europäische Land 3% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgibt. Das ist uns jetzt, das heißt ja nicht, dass man für Bildung nichts ausgibt, sondern es heißt einfach, dass man für Forschung und Entwicklung 3% des Bruttoinlandsprodukts ausgibt. Und das ist auch richtig so. Und wir freuen uns, dass wir 17 Jahre später dies erreicht haben und eines von wenigen Ländern in der Europäischen Union sind. Allerdings müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass es skandinavische Länder gibt, die bereits 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung ausgeben, genauso Südkorea und Israel. Und deshalb dürfen wir uns auch hier nicht ausruhen, sondern müssen das weiterentwickeln. Die Bundesregierung hat in dem Zusammenhang auch die Bildungsmöglichkeiten dadurch verbessert, dass sie oder die ganz neue Bundesregierung, das Parlament, dem zugestimmt haben, dass wir die BAföG-Zahlungen voll übernehmen. Wir haben die Finanzierungserhöhungen. Wir haben die Finanzierungserhöhungen der. Ach so. Ja, die Dinge passt. Herr Heil, wir haben. Ich achte ja, Herr Heil, sehr wohl Ihre Zahl der Abgeordneten, aber gegen meinen Willen und den Willen der Unionsfraktion konnten Sie in diesem Parlament echt nichts durchsetzen. Das müssen wir jetzt einfach mal akzeptieren. Vielleicht, Herr Heil, waren Ihre Argumente so gut, dass Sie mich überzeugt haben, besser gesagt die Argumente des Bürgermeisters Scholz, dass Sie mich schlussendlich überzeugt haben. Daran sehen Sie, wie gut ich zuhören kann, auf gute Argumente eingehen kann. Und deshalb ist es ein guter gemeinsamer Erfolg von uns allen. Und wir haben dann noch viel Wert darauf gelegt, dass möglichst alle Länder die frei werdenden Mittel auch anschließend wieder für Bildung eingesetzt haben in den Hochschulen. Da waren wir nicht voll erfolgreich, aber für die unionsregierten Länder kann ich sagen, da hat es so stattgefunden und da sind wir stolz drauf, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir haben auch zeigen können, durch die gute Wirtschaftspolitik, auch durch die Tatsache, dass wir 4 Jahre lang keine Schulden gemacht haben, dass solide Haushaltspolitik und Wirtschaftswachstum Hand in Hand gehen können, nachhaltiges Wirtschaftswachstum daran entstehen kann. Die letzten 4 Jahre sind dadurch gekennzeichnet, dass der Wachstumsmotor in Deutschland nicht mehr der Export ist, sondern der Binnenkonsum. Und das sieht man auch an den Lohnsteigerungen, die real. Das sieht man auch, ich weiß überhaupt nicht, erstens sind Sie nachher noch dran und zweitens freuen Sie sich doch mit uns, also oder mit mir. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, was Sie hier
machen. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten gar nichts gemacht in dieser Regierung, wäre doch auch nicht schön gewesen. Also wir haben gemeinsam eine Regierung gehabt, wir haben eine Lohnuntergrenze uns vorgestellt im letzten Wahlkampf, Sie haben den einheitlichen Mindestlohn gehabt, wir haben zum Schluss uns darauf geeinigt, dass wir den einheitlichen Mindestlohn haben. Millionen von Menschen haben heute mehr in der Tasche und darüber können wir uns alle freuen. Und auch die Facharbeiterinnen und Facharbeiter haben mehr. Die Reallöhne sind gestiegen. Das drückt sich auch in der Steigerung der Renten aus. Und ich glaube, darüber freuen sich viele Menschen in unserem Land. Meine Damen und Herren, die vernetzte Welt, die sich einerseits im digitalen Fortschritt zeigt, spiegelt sich natürlich auch in der Außenpolitik wider. Die Grenzen von Wirtschafts-, Finanz-, Handels- und Sicherheitspolitik verschwimmen immer mehr. Das sehen wir an vielen Krisenherden dieser Welt. Und deshalb beschäftigt uns leider im Augenblick natürlich auch in ganz besonderer Weise die Situation im asiatischen Raum, wo die Nukleartests Nordkoreas eine flagrante Verletzung aller internationalen Gegebenheiten sind, wo es richtig ist, dass der UN-Sicherheitsrat klare Positionen bezieht und wo ich ausdrücklich und auch das im Namen der ganzen Bundesregierung sage, hier kann es nur eine friedliche, diplomatische Lösung geben, für die wir allerdings mit allen Kräften eintreten müssen. Und deshalb, meine Damen und Herren, habe ich am Sonntag mit dem französischen Präsidenten telefoniert, der Bundesaußenminister ist in Kontakt mit seinem Kollegen. Es wird ein Außenministertreffen am Wochenende in Gümnich geben, wo wir über weitere Sanktionen von europäischer Seite gegenüber Nordkorea beraten werden. Das ist auch dringend erforderlich. Ich habe darüber gestern mit dem südkoreanischen Präsidenten und auch mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump gesprochen. Beide unterstützen diese europäischen Bemühungen außerordentlich. Und die Tatsache, dass Nordkorea eine gewisse Entfernung zu uns hat, sollte uns nicht davon abhalten, mit aller Entschiedenheit hier für eine diplomatische Lösung einzutreten. Europa hat eine wichtige Stimme in der Welt und muss diese Stimme nutzen in dieser Situation. Und meine Damen und Herren, uns beschäftigt aus traurigem Anlass, anlässlich von 12, 13 in Haft befindlichen, aus politischen Gründen in Haft befindlichen deutschen Staatsbürgern in der Türkei, die Entwicklung in der Türkei in ganz besonderer Weise. Die Entwicklung ist mehr als besorgniserregend. Die Türkei verlässt immer mehr den Weg der Rechtsstaatlichkeit und das zum Teil in einem sehr schnellen Tempo. Und wir haben auf der einen Seite die Aufgabe und das Auswärtige Amt und wir alle tun alles, um die deutschen Staatsbürger frei zu bekommen. Ich will exemplarisch Frau Tolu nennen, die mit einem zweijährigen Kind im Gefängnis sitzt, der Mann auch in Untersuchungshaft sitzt. Ich kann aber genauso Denis Yücel und Herrn Steutner nennen und andere. Erstens sollten wir niemanden von ihnen vergessen. Zweitens sollten wir allen die bestmögliche Betreuung zukommen lassen. Und drittens auf allen Ebenen alles in unserer Macht Stehende, und zwar Tag für Tag versuchen, um diese Menschen, die unschuldig in Untersuchungshaft sitzen, nach unserer Überzeugung frei zu bekommen. Und ich glaube, das ist unser aller Anliegen. Dieser Umgang mit deutschen Staatsbürgern, aber auch die Gesamtsituation in der Türkei veranlasst uns natürlich, darüber nachzudenken, wie wir die Beziehungen zur Türkei neu ordnen. Die Bundesregierung hat hier erste Schritte unternommen. Das hat der Bundesaußenminister anlässlich der Verhaftung von Herrn Steutner ja ausführlich dargelegt. Wir haben die estnische Präsidentschaft gebeten, keinerlei Verhandlungen über eine Erweiterung der Zollunion in den nächsten Monaten, solange die Situation so ist, auf die Tagesordnung zu setzen. Das schließt sich aus. Und wir werden auch, und ich werde dazu vorschlagen, dass das im Oktober auf dem Europäischen Rat stattfindet, über die zukünftigen Beziehungen zur Türkei beraten, eingeschlossen auch die Frage, dass wir die Verhandlungen suspendieren oder beenden. Hierzu braucht man Mehrheiten in Europa. Und dies ist ein Vorgang, der natürlich entschieden, aber auch wohlbedacht durchgeführt werden sollte. Die Beziehungen zur Türkei sind strategischer Natur. Als ich Bundeskanzlerin wurde,
sind wenige Tage vorher, am 2.3. Oktober 2005, durch meinen Vorgänger Gerhard Schröder die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgenommen worden. Dem ging ein langer Diskussionsprozess vor. Die Grundentscheidung war schon Ende 2004 gefallen. Wir von der Unionsfraktion waren immer skeptisch oder dagegen, diese Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Ich habe dennoch im Sinne einer hohen außenpolitischen Kontinuität, Pacta sunt servanda, immer diese Verhandlungen geführt. Wir haben Kapitel eröffnet, wir haben seit langem keine Kapitel mehr geschlossen. Und die Beziehungen zur Türkei sind von großer Bedeutung. Und deshalb werde ich mich dafür einsetzen, dass wir entschieden vorgehen, dass wir aber mit unseren europäischen Partnern vorgehen und darüber sprechen. Denn nichts wäre erstaunlicher, als wenn wir uns in Europa über die Frage des zukünftigen Umgangs mit der Türkei vor den Augen des Präsidenten Erdogan öffentlich zerstreiten. Das würde Europas Position dramatisch schwächen. Davon kann ich uns nur abraten. Und die Entschiedenheit, die wir haben im Umgang mit der türkischen Regierung und dem Präsidenten, die gleiche Entschiedenheit müssen wir auch haben, den Blick zu haben auf die vielen, die in der Türkei mit der augenblicklichen politischen Entwicklung nicht zufrieden sind. Und wir müssen auch, weil es unsere Bürgerinnen und Bürger sind, den Blick auf die vielen türkischstämmigen Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland haben und diejenigen, die mit türkischer Staatsbürgerschaft seit langem hier leben. Sie tragen zum Wohlstand unseres Landes bei. Wir dürfen sie nicht vor den Kopf stoßen. Und wir müssen auch mit ihnen das Gespräch führen über die weiteren Entwicklungen. Denn sie sind Teil unseres Landes. Und das sollten wir ihnen auch deutlich machen. Und insofern ist das eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die vor uns liegt und der wir uns natürlich stellen werden. Meine Damen und Herren, und ein drittes, in dem sich auch wieder symbolhaft die Situation, die globalen Herausforderungen spiegeln, das ist die Lage der Flüchtlinge weltweit. Hier haben wir vieles unternommen. Ich will darauf heute im Einzelfall nicht eingehen. Ich will allerdings sagen, dass mir besonders wichtig ist die Partnerschaft mit Afrika. Wir haben jüngst gerade mit dem italienischen und dem spanischen Premierminister und dem französischen Präsidenten über die Partnerschaft mit der Einheitsregierung in Libyen, über die Partnerschaft mit Niger, die Zusammenarbeit mit Tschad und anderen afrikanischen Ländern gesprochen. Wir werden, ja, ich habe nicht behauptet, dass es sich um eine Demokratie nach unserem Vorbild handelt, und trotzdem müssen wir mit diesen Ländern reden. Es hat keinen Sinn zu glauben, dass durch simple Verurteilungen im Deutschen Bundestag die Welt sich zum Besseren ändert, sondern wir müssen Menschen im Blick haben und Menschen, die durch die Sahara fliehen, die Menschen, die durch Niger gehen, Menschen, die nach Libyen kommen. All das sind sicherlich nicht Demokratien, wie wir sie uns vorstellen. Und trotzdem müssen wir mit diesen Ländern reden und Partnerschaft mit ihnen aufbauen. Und meine Damen und Herren, wir werden am Jahresende einen EU-Afrika-Gipfel haben. Und auf diesem EU-Afrika-Gipfel werden die Weichen gestellt werden müssen zu mehr fairem Handel mit Afrika, zu mehr wirtschaftlicher Entwicklung in Afrika, so wie Wolfgang Schäuble das mit seinem Compact with Africa im Rahmen der G20-Präsidentschaft vorgeschlagen hat, wie viele Initiativen der Wirtschaftsministerin und anderer Minister hier von uns eingeleitet wurden. Und insofern gibt es hier eine sehr vernetzte Zusammenarbeit mit in der gesamten Bundesregierung, um diesen afrikanischen Ländern auch zu helfen. Und meine Damen und Herren, wenn es um Sicherheit in der Welt geht, dann spielt natürlich auch das Thema Verteidigung eine Rolle. Und wir hatten ja heute Morgen hierzu schon eine bemerkenswerte Diskussion. Deshalb möchte ich dazu auch etwas sagen. Im Jahre 2002 hat die NATO beschlossen, dass neue Mitgliedstaaten in die NATO nur aufgenommen werden, wenn sie sich vorher verpflichten, bereits beim Membership Action Plan, also vor dem eigentlichen Beitritt, 2% ihres Budgets für die Verteidigung auszugeben. Dies blieb natürlich nicht ohne Folgen für die Diskussion über die bereits langjährig in der NATO befindlichen Mitgliedstaaten. Deshalb haben die Verteidigungsminister 2006 diesen Beschluss wiederholt
Und deshalb spielte es seitdem eine zentrale Rolle. Und in der gesamten Amtszeit des amerikanischen Präsidenten Barack Obama gab es ein immer wiederkehrendes Thema, und das hieß: Ihr Deutschen könnt nicht davon ausgehen, dass auf Dauer andere für euch auch ein Stück Sicherheit schaffen, ohne dass ihr den Anstrengungen, denen wir uns gemeinsam verpflichtet haben, folgt. Und daraufhin hat man dann in Wales, auch sehr stark unter dem Eindruck des Ukraine-Konflikts, sich entschieden, und das hat die Bundesregierung gemeinsam getan, zu sagen, auch die Länder, die das 2-Prozent-Ziel heute noch nicht einhalten, die neuen Mitgliedstaaten tun das nämlich weitestgehend, diese Länder sollen den Richtwert 2% in Betracht ziehen und sollen deshalb bis 2024 in Richtung der 2% Verteidigungsausgaben entwickeln. Dieses wiederum spiegelt sich wieder in dem Weißbuch, das von der gesamten Bundesregierung verabschiedet wurde, und zwar im Juli 2016. Alles Beschlüsse, die vor der amerikanischen Wahl waren, in der Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde. Und meine Damen und Herren, wir haben dann moderate Erhöhungen des Verteidigungsetats vorgenommen, regelmäßig begleitet von Kommentaren unserer Verteidigungsexperten, sowohl aus der Fraktion der CDU-CSU als auch der SPD, dass dies dringend notwendige Erhöhungen seien, allerdings immer noch nicht ausreichende Erhöhungen, weil die Ausrüstung der Bundeswehr alleine schon uns in vielerlei Hinsicht fördert. Da rede ich noch gar nicht über Blauhelmeinsätze und Hilfe für andere Länder, zum Beispiel bei der Ausrüstung und beim Training von Soldatinnen und Soldaten. Und dann habe ich zu meiner Nichtfreude gehört, dass dieses Ziel nicht mehr akzeptiert wird. Und dann habe ich wiederum zu meiner Freude gehört, dass der Kanzlerkandidat der Sozialdemokratischen Partei sich Rat gesucht hat bei seinen Experten für Verteidigung, zum Beispiel bei Rainer Arnold, und dass der ihm empfohlen hat, dass man jährlich zwischen 3 bis 5 Milliarden Euro pro Jahr mehr für die Bundeswehr einsetzen will. Da habe ich meine mathematischen Fähigkeiten zusammengenommen und habe mir gedacht, wenn es 3 Milliarden sind, bewegen wir uns schnell in Richtung 2-Prozent-Ziel. Wenn es 5 sind, haben wir das 2-Prozent-Ziel wahrscheinlich 2024 erreicht. Also kein Problem, kein Dissens. Ich bin froh und hoffe, dass das Wort des Kanzlerkandidaten Martin Schulz gilt. Herr Heil, es war, um die Quelle zu nennen, es war beim Forum von Deutschlandfunk und Phoenix, wo noch dazu behauptet wurde, ich wolle 30 Milliarden pro Jahr mehr einsetzen, was von einem Jahr aufs andere ergeben hätte, dass wir das 2-Prozent-Ziel erfüllt hätten, was ja nun selbst, ja, so, nur damit alles klar ist. So, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich nur noch kurz darauf hinweisen, weil meine Zeit auch so gut wie vorbei ist, dass wir, ja, meine Redezeit hier, das ist ja, mein Gott, wie weit sind wir jetzt eigentlich schon, wie weit sind wir jetzt eigentlich schon gekommen, Leute, kommt. Es sind noch wenige Tage bis zur Wahl. Lassen Sie uns diese erfolgreiche Regierungsarbeit wenigstens am heutigen Tag einigermaßen gelten lassen. Wir haben nämlich wirklich eine Menge miteinander erreicht. Wir haben eine Menge Unterschiede, ist überhaupt keine Frage. Die zeigen sich auch in den Regierungsprogrammen, auch keine Frage. Aber das, was wir geschafft haben, sollten wir den Menschen schon sagen. Und damit schließe ich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sarah Wagenknecht für die Fraktion Die Linke.